40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 34. And today we have day 34. Und wir schauen uns ein wichtiges Prinzip an des Reiches Gottes. And we are looking at the very important principles in the Kingdom of God. Das Reich Gottes aufzunehmen wie ein Kind. To receive the Kingdom of God like a child. Jesus erklärt was ganz Besonderes. And Jesus explains something very special. Wenn wir das Reich Gottes nicht aufnehmen wie ein Kind, when we don't receive the kingdom of God like a child, können wir da nicht hineinkommen. We cannot even enter. Das wollen wir mal lesen. And that's what we want to read right now. Ist Markus Kapitel 10 Vers 13. And it's Mark chapter 10 verse 13. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. And they brought young children to him. Er sollte sie segnen. That he should touch them. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. But the disciples rebuked those that brought them. Als Jesus das sah, wurde er ungehalten. But when Jesus saw it, he was very displeased. Lasst die Kinder zu mir kommen. And said to them, suffer the little children to come to me, unto me. Sagte er zu den Jüngern, hindert sie nicht daran. And forbid them not. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Yes, for such as these children is the kingdom of God. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, verily I say unto you, whoever shall not receive the kingdom of God as a little child, wird nicht hineinkommen. He shall not enter therein. Und er nahm die Kinder in die Arme, and he took them in his arms, legte die Hände auf sie, he put his hands upon them, und segnete sie, and blessed them. Interessante Aussage von Jesus. And that's a very interesting word from Jesus. Gerade solchen gehört das Reich Gottes. Especially those belongs to those. Dann sagt er, wenn du das Reich Gottes nicht aufnimmst wie ein Kind, he said, if you don't receive the kingdom of God like a child, kannst du dort nicht hineinkommen. Then you can't even enter it. Was genau, was für Eigenschaften haben Kinder? And what are the specific attitudes of children? Was ist so wichtig für Jesus, dass wir das Reich Gottes aufnehmen wie Kinder? What is so important to Jesus that we are to take the kingdom of God in like children? Welche Eigenschaften haben Sie im Vergleich zu uns Erwachsenen? And what special characteristics do they have compared to us? Mm. Zum Beispiel Kinder sind abhängig. Children are dependent. Kinder sind ausgeliefert. Children are exposed. Sie sind schnell zu begeistern. They are fast to be excited. Sie haben blindes Vertrauen. They have blind trust. Sie haben Glauben. They have faith. Sie sind aufrichtig. They are honest. Sorglos. And they have no problems, no worries. Und sind lebensfroh. And they enjoy to live. Und das sind schon wichtige Eigenschaften. And these are very important attitudes. Wichtige Eigenschaften, wie wir das Reich Gottes aufnehmen, wie ein Kind. And that's why God says we are to accept the kingdom of God like a child. Und wir dürfen nicht zu verkopft sein als Erwachsene. We cannot be too heavy head in our heads. Und das steht, as kingdom citizens. Das steht in Sprüche 3 Vers 5 drin. And in Proverbs 3 to 5, it says, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er dir deinen Pfad. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Kinder, sie stützen sich nicht auf ihren Verstand. Children are not depending on their understanding. Sondern sie vertrauen auf den Herrn. They trust in the Lord. Von ganzem Herzen. With all their hearts. Wenn der Papa was sagt, when Papa says something, dann ist es so. Then is it like this. Und so sollen wir auch werden, wie Kinder. And we should become like children. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, and if you don't accept the kingdom of God like a child, wirst du da nicht hineinkommen. Then you will not even be able to enter it. Wir können lernen, wieder kindlich zu sein. We can learn how to be childlike. Nicht kindisch. Not childish. Ja, genau. Und zwar im geistlichen Sinne. In a spiritual way. Wie funktioniert das? How does this work? Ein paar Tipps von mir. There are a few suggestions that I have. Bitte um ein aufrichtiges kindliches Herz. Ask God for a sincere, honest
childlike heart. Weil dein Geist bezeugt nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Because your spirit is telling you that we are children of God. So bitte Gott um dieses kindliche Herz. So ask God kindly, beg him to give you that childlike heart. Nächster Tipp. The next suggestion. Verbringe viel Zeit in seiner Nähe. Spend a lot of time in his close to him. Regelmäßige Zeiten im Gebet. And have regular times in prayer. Bibel lesen. Read the word. Stille Zeit mit Gott. Have quiet times with God. Oder Lobpreis. Or worship. Nimm mal deine Art, wo du merkst, da komme ich in die Nähe Gottes. And just do such things where you realize that brings me close to God. Nächster Tipp. The next suggestion. Vertraue Gott ohne Vorbehalte. Trust God with no holding back. Nächster Tipp. Next suggestion. Tu dir für die kindliche Freude nicht schämen. And don't be embarrassed or ashamed about being childlike. Ist doch egal, was die anderen denken. It doesn't matter what the others think. Wichtig ist, was der Himmel über dich denkt. Important is what heaven thinks about you. Nächster Tipp ist. The next fellowship. The next suggestion is. Achte auf deine Reinheit. And be very, very. Watch over your purity. Und der nächste Tipp: Höre auf seine Stimme. And the next suggestion is listen to his voice. Denn meine Schafe hören meine Stimme, sagt Because Jesus. Because my sheep hear my voice. Wir wollen wieder Kind sein. We want to be child again. Nicht durch Leistungen. Not through performance. Oder durch Taten. Or through actions, works. Sondern du bist Kind durch Geburt. Because you are a child through your birth. Du wirst kein besseres Kind durch viele Werke. You're not going to be a better child because you work hard. Aber liebe Jesus von ganzem Herzen. Love Jesus with all your heart. Hab Vertrauen auf Gottes allmächtige Gegenwart. And trust in God's permanent, all present, He's ever present. Jesus ist immer da. Jesus is always with you. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 28, Vers 20. And that we read in Matthew 28, verse 20. Da steht drin. Wo Jesus uns eine Verheißung gibt. But Jesus gives us a big, big promise. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. I am with you always, even to the end of the world. Verstehe eins. I understand one Jesus thing. Ist immer da. Jesus is always there. Allgegenwärtig. Ever present. Er verlässt dich nie. He's omnipresent. He will never leave you. Er liebt dich. He loves you. Und er wird dich nie verlassen. And he will never leave you. Kinder sind gehorsam. Children are obedient. Entscheide dich, wieder gehorsam zu sein, was Gott sagt. Yes, determined to be very obedient to what God says. Und eine ganz besondere Sache. And a very special thing. Sie erleben Freiheit durch Bindung. They children experience freedom through closeness, close relationships. Binde dich an das Joch, das leicht ist. And you should tie yourself to a yoke that is light. Und das ist Jesus Christus. And that is Jesus Christ. Und wenn du dich an Jesus bindest, when you determine to be connected with Jesus, dann bist du in der echten Freiheit. Then you are in true freedom. Und Gott gibt dir Freiheit und Frieden. And then God gives you freedom and peace. Und das sind die Eigenschaften, wie ein Kind wieder ein Kind wird. And that's how a child becomes a true child. Und wie Jesus sagt, wenn ihr nicht das Reich Gottes aufnehmt wie ein Kind. And Jesus said, when you don't receive the kingdom of God like a child, werdet ihr nicht da hineinkommen. You will not even enter. Und ich wünsche dir von Herzen, and I wish you from the bottom of my heart, dass du dieses kindliche Vertrauen wieder zurückgewinnst. That you gain back to a childlike attitude. Und dass wir eines Tages im Himmel, and that one day in heaven, als Kinder Gottes Gott anbeten. That together we worship God as children of God. Nicht als verkopfte Erwachsene. Not as head-heavy adults. Sondern als Kinder. But as children. Kinder Gottes. Children of God. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Und vergesst niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen.